Thomas Cook, der große, traditionsreiche britische Reisekonzern, der rast auf die Pleite zu. Und die Aktie ist inzwischen ein Zwanzigstel von dem Wert, was sie noch vor anderthalb Jahren wert war. Jetzt kommt aber Fosun, der Großaktionär aus China, und Fosun will Thomas Cook jetzt retten. Das hört sich an wie eine großartige Chance, wenn man Anleger ist, bei dem Aktienkurs, den wir gerade haben. Aber ist es das wirklich? Und wie sieht's mit Fosun aus? Welche Strategie verfolgen die bei Thomas Cook? Und investiert man vielleicht am Ende lieber bei Fosun als bei Thomas Cook? Das sind die Themen heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Thomas Cook, das ist ein großer börsennotierter Reisekonzern, schon über 100 Jahre alt. Da gehört auch Condor dazu oder Neckermann Reisen. Und Thomas Cook geht es nicht besonders gut. Die ganze Konkurrenz in der Branche, Unsicherheit, Brexit. Thomas Cook sitzt jetzt auf Nettoschulden von 1,6 Milliarden Pfund. Und wenn jetzt nichts passiert so langsam, dann wird Thomas Cook wohl den Winter nicht überleben. Und so sieht es auch aus mit der Aktie dementsprechend. Das sind die letzten 5 Jahre in Euro. Massiver Kursverfall seit Sommer letztes Jahr, seit sich da die Lage verschärft hat. Thomas Cook ist mittlerweile ein Penny Stock. Der Börsenwert ist jetzt noch 120 Millionen Pfund, also ungefähr 130 Millionen Euro. Damit ist der Konzern jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst. Jetzt ist es aber so, 18% gehören Fosun. Fosun ist ein chinesischer Beteiligungskonzern. Dahinter steckt Guo Guangchang, Chinas Warren Buffett nennt man ihn immer gerne. Und ich habe ja hier auch schon mal einen Beitrag zu ihm gemacht und zu Fosun und die ganze Geschichte. Fosun ist ja auch börsennotiert. Und börsennotiert ist inzwischen auch die Fosun Tourism Group. Das ist die Tochter, die ist ausgegliedert worden und die Fosun Tourism Group ist zuständig für Thomas Cook. Fosun will jetzt Thomas Cook retten. Fosun will Geld reinschießen und zwar nicht zu knapp. So steht es jetzt zumindest im Rettungsplan, der da vorliegt. Und wenn man das so hört, da könnte man als Aktionär jetzt auf die Idee kommen, das ist ja eine Riesenchance. Bei dem Aktienkurs hat man ja eigentlich nicht mehr viel zu verlieren. Es kommt frisches Geld und danach wird Thomas Cook ja wieder saniert wahrscheinlich und dann geht es ja wahrscheinlich auch wieder aufwärts. Und das denken zurzeit viele Anleger und da wird auch relativ viel rumgezockt mit den Aktien von Thomas Cook. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Das Geld soll schon kommen. 750 Millionen Pfund, davon ist da momentan die Rede. Das wäre schon was. Das wäre das Sechsfache vom Börsenwert momentan. Das soll kommen von Fosun und von den Banken und von den Anleihegläubigern. Aber die machen das natürlich nicht umsonst. Das ist auch klar. Und für die Aktionäre momentan, die, die jetzt Aktionäre sind, für die heißt es Verwässerung. Da werden Schulden umgewandelt in Eigenkapital, das heißt in neue Aktien. Und die alten Aktien sind dann weniger wert natürlich und in dem Fall sogar sehr viel weniger wahrscheinlich. In den ersten ursprünglichen Berechnungen, da war es so, dass die Geldgeber dann 95% von der neuen Gesellschaft haben. Und die Altaktionäre noch 5%. Und das ist jetzt wirklich nicht mehr viel. Wenn man jetzt einsteigen würde zu 7,5 Pence und die Zahl der Aktien wird sich verzwanzigfachen in dem Szenario, jetzt so Pi mal Daumen. Und der Kurs soll aber trotzdem bei 7,5 Pence bleiben, dann bräuchten wir einen Börsenwert von 2,3 Milliarden Pfund. Das ist jetzt nicht völlig abwegig. Da waren wir schon mal 2015 zum letzten Mal. Und der neue Konzern hätte dann ja auch weniger Schulden. Aber trotzdem ist es ein Börsenwert, der wäre schon sehr ambitioniert, weil wir reden immer noch von einem Konzern, wo es unklar ist, wie es dann weitergeht. Von einem Konzern, der nicht gesund ist. Thomas Cook hat schon mal gerettet werden müssen, 2012, das darf man auch nicht vergessen. Und jetzt schon wieder. Also es ist nicht klar, ob das Geschäftsmodell überhaupt noch so richtig funktioniert. Und es wird noch komplizierter,
Thomas Cook hat nämlich vor 2 Wochen gesagt, jawohl, die 750 Millionen, die würden wir nehmen. Wir brauchen aber außerdem nochmal extra zusätzlich 150 Millionen Pfund von den Anleihegläubigern. Das heißt dann natürlich noch mehr neue Aktien und 150 Millionen, das sind ja auch nochmal mehr als momentan die Marktkapitalisierung. Also es kann dann durchaus sein, dass man dann als Aktionär nur noch 3 oder 3,5% von den Aktien hält. Und dann wären natürlich 900 Millionen Pfund Schulden weg. Aber was immer noch da wäre, wären weitere 700 Millionen Pfund Schulden. Und dafür 30 mal so viel Aktien aber unter Umständen. Das ist dann alles nicht mehr so attraktiv möglicherweise. Und was außerdem noch passiert ist, wir haben jetzt noch einen Großaktionär, der sich eingekauft hat, nämlich Nezet Kocka. Das ist ein Reiseunternehmer aus der Türkei. Der hat jetzt 8% der Aktien und der stellt die ganze Geschichte jetzt in Frage. Der sagt nämlich, Thomas Cook braucht gar nicht so viel Geld. Man muss da woanders ansetzen. Man muss da beim Management ansetzen. Man muss da restrukturieren. Und er hätte da auch eigene Ideen und er hätte eigene Investoren. Also man könne und müsse das Ganze anders machen. Das macht es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger noch. Also es ist sowieso schon schwierig mit allen Beteiligten, solche Rettungspläne. Der Rettungsplan ist auch noch nicht beschlossen. Das ist auch wichtig. Sowas ist nie einfach und jetzt ist es aber wohl mittlerweile dadurch so schwierig geworden, dass der Chef von Fosun Tourism jetzt gesagt hat letzte Woche, es kann auch sein, dass Fosun sich da am Ende gar nicht beteiligt an dem Rettungsplan. Und das kann natürlich im schlimmsten Fall dann heißen, dass am Ende wirklich alles scheitert und dass Thomas Cook dann in die Insolvenz rutscht. Aber was will Fosun eigentlich mit Thomas Cook? Also nehmen wir mal an, es funktioniert doch noch. Warum sind die da dabei? Das ist der Chart von Fosun Tourism. Das ist von der Webseite der Börse Hongkong. Die sind ausgegliedert worden im Dezember letztes Jahr von Fosun und sind an die Börse gegangen. Das ist erstmal auch nicht so gut gelaufen. Sie haben sich zwischenzeitlich auch halbiert. Sieht jetzt aber wieder besser aus. Letzten Monat haben wir Halbjahreszahlen bekommen von denen. Da haben sie gemeldet, sie sind jetzt profitabel gewesen im ersten Halbjahr. Im Vorjahr haben sie noch einen Verlust gemacht. Jetzt sind sie profitabel und der Umsatz ist gestiegen um 36%. Und wenn das so weitergeht, dann ist es auf dem aktuellen Kursniveau eine ganz interessante Aktie, weil wir haben KGV von 12 und es gibt trotzdem ja die Wachstumsfantasie. Das Wichtigste momentan bei Fosun Tourism, das sind die Clubs. Club Med haben die übernommen 2015, haben es seitdem auch erweitert, auch viel in Asien. Und dann haben sie noch ein riesiges Hotel in Sanya in der chinesischen Südsee, das Atlantis. Riesen, riesen Luxusbunker. Wie gesagt, es geht aber auf jeden Fall aufwärts, und die Aktie ist nicht teuer. Aber wir haben die Sache mit Thomas Cook. Wenn man es positiv sieht, kann man natürlich sagen, Fosun Tourism holt sich da die Mehrheit von Thomas Cook, von einem der größten Reisekonzerne, die es gibt. Und das für kleines Geld eigentlich unterm Strich. Aber man darf natürlich nicht vergessen, das ist ein Investment, das relativ riskant ist. Also wer weiß schon, wie es wirklich in Zukunft weitergeht bei Thomas Cook. Und erstmal ist es natürlich auch ein teurer Spaß. Also Fosun Tourism hat zwar schon Substanz, aber das meiste sind Hotels und Clubs und so weiter, also illiquide Mittel. Und bei den liquiden Mitteln, da ist es auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man Thomas Cook da einfach aus der Portokasse zahlen könnte, was man da einschießen möchte. Und das heißt dann wahrscheinlich mehr Schulden, entweder deutlich mehr Schulden und das für eine Investition, wo man nicht weiß, ist die wirklich auf Dauer werthaltig. Oder die Konzernmutter, also Fosun International oder noch andere Investoren, die gehen dann vielleicht auch noch mal ins Boot und helfen damit, das zu stemmen. Aber auf jeden Fall, wenn dieser Rettungsplan dann wirklich kommt, wenn es umgesetzt wird, dann ist es für Fosun Tourism ein Riesensprung und es ist danach wirklich ein ganz anderes Unternehmen. Und meiner Meinung nach werden dadurch natürlich dann auch die Risiken steigen.
Aber warum, nochmal gefragt, warum ist Thomas Cook jetzt eigentlich so interessant? Klar, das Ganze ist eine Beteiligungsgesellschaft, Thomas Cook ist billig, das kann schon ein Grund sein, aber es gibt auch eine Strategie dahinter und das ist eine Strategie, die findet man bei Fosun in diesem Konglomerat relativ oft. Also man kauft ein Unternehmen, zum Beispiel in Europa, Fosun hat in Europa sehr viel übernommen, dann stärkt man das Unternehmen und lässt es wachsen, indem man ihm einen neuen, sehr großen Markt aufmacht und dieser Markt wäre dann China. Das ist eine Strategie, die wird bei Fosun immer wieder verfolgt und darum geht es wohl auch bei Thomas Cook. China ist seit 2012 der größte Touristikmarkt der Welt und was besonders interessant ist, der wächst. Der wächst trotz Handelskonflikt und trotz dem Wachstumsrückgang, den wir in anderen Sektoren haben. Also viele Sektoren wachsen zurzeit nicht in China, aber im Touristiksektor ist der Umsatz im ersten Halbjahr nochmal gestiegen um 13,5% und die Zahl der Chinesen, die ins Ausland gereist sind, die sind sogar um 14,7% gestiegen. Und dabei haben erst 10% von allen Chinesen einen Reisepass. Also wir haben hier einen Sektor, der wächst und der Fantasie hat und der wahrscheinlich auch von der Konjunktur insgesamt unabhängig ist, relativ. Natürlich hat das auch Fosun Tourism geholfen und das könnte auch Thomas Cook helfen. Dieser chinesische Markt. Thomas Cook kann also in Zukunft dann vielleicht Club Med Reisen mitverkaufen, aber es kann dann wahrscheinlich auch viel mehr mit China insgesamt machen, also bei den Flügen von Chinesen nach Europa. Europa ist bei den Chinesen sehr beliebt, die sind gestiegen, die Flüge nach Europa Anfang des Jahres um 17%. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Markt. Es gibt natürlich noch mehr Touristikaktien aus China und da stelle ich nächste Woche auch ein paar vor im Zukunftsmärkte-Report. Und da ist es ja dann auch wie immer so mit Kennzahlen, mit einer Einschätzung, mit Infos zum Markt. Unsere Zukunftsmärkte-Reports, die sind auch gratis. Viele wissen das von Ihnen, weil die kriegen Sie schon. Wenn Sie die noch nicht kriegen, dann einfach jetzt anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Nächste Woche, wie gesagt, mit China Touristikaktien. Und der Anmeldelink dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Auf jeden Fall, um auf Fosun zurückzukommen. Da ist es so, also diese Einbindung von Unternehmen, die Integration, größere Einheiten schaffen und Expansion nach China, das sind so die Strategien von Guo Guangchang und das sieht man bei Fosun relativ oft. Das wäre dann, wie gesagt, sicherlich auch die Strategie bei Thomas Cook. Was man dazu aber sagen muss, ganz so leicht ist es nicht und es klappt auch nicht immer oder es hat bis jetzt zumindest nicht so schnell geklappt, wie sich das Aktionäre immer erhofft haben. Im Modebereich zum Beispiel, wo Fosun viel zugekauft hat, Wolford, Tom Tailor und so weiter, da läuft es nicht besonders. Da muss Fosun immer nachschießen, viel Geld. Das ist auch ungewiss, wie das ausgeht. Und das sieht man dann auch dementsprechend am Aktienkurs. Das ist der Chart von Fosun International in Hongkong-Dollar. Fosun hat Milliarden investiert für Zukäufe im Ausland, aber es läuft eben nicht alles rund. Und das ist auch der Grund, warum die Aktie jetzt in letzter Zeit stark gefallen ist. Es ist natürlich nicht der einzige Grund, der Gesamtmarkt in China war auch schwach, aber es spielt schon eine Rolle. Und es ist auf der anderen Seite aber natürlich auch der Grund dafür, dass wir die Aktie jetzt kriegen mit einem Abschlag von 60% auf Nettoinventarwert und mit einem KGV von 5. Und das bei Gewinnen, die eigentlich steigen. Also ist sicherlich nicht uninteressant. Was jetzt aber die Aktie von Thomas Cook betrifft, da würde ich persönlich mich schon stark zurückhalten momentan. Die ist zwar am Boden, aber das Ganze ist, würde ich sagen, doch nicht so interessant, wie es aussieht im Moment. Also wir wissen nicht, kommt die Rettung überhaupt? Wir wissen nicht, wie sieht es dann konkret aus? Ich würde da jetzt zumindest mal abwarten, wie das alles konkret wird, wie die Verwässerung da aussieht, wie viel Schulden danach noch da sind. Das ist ja alles noch nicht ganz klar. Und man kann dann, wenn es klar ist, immer noch einsteigen, wenn man meint, würde ich sagen, ist dann wahrscheinlich immer noch relativ günstig. Und Fosun Tourism,
Wie gesagt, keine schlechte Aktie, da läuft es gut im Prinzip operativ, aber auch hier großes Fragezeichen, Thomas Cook, wie wird das Ganze, was kostet das, was kriegen die dafür? Thomas Cook ist vielleicht für Frozen Tourism auf lange Sicht eine Chance, aber kurzfristig würde ich sagen, es ist eher ein Risiko. Und ich will jetzt nicht zynisch sein, aber für den Aktienkurs wäre es kurzfristig wahrscheinlich das Beste, wenn die ganze Aktie platzen würde, also komplett, weil dann wäre das Thema Thomas Cook vom Tisch und dann muss man sich da kurzfristig nicht die Sorgen drüber machen. Und dem Rest von dem Unternehmen, dem geht es ja sehr gut, das steht ja sehr gut da wieder. Bewertung ist auch interessant. Also auch das beobachten, spannende Sache, aber es ist einfach noch einiges in der Schwebe. Ich glaube aber trotzdem, dass es schon mal gut ist, wenn man das alles, wie das so zusammenhängt, schon mal gehört hat. Dann kann man das nämlich einschätzen und eventuell kann man dann eben, wenn man will, auch entsprechend reagieren, wenn sich da was dann tut in die eine oder andere Richtung. So viel dazu, zu diesen Aktien. Bei uns nächste Woche hier auf YouTube, da geht es wieder mal um Baidu, um Chinas Google, den Suchdienst. Und da werden wir uns diesmal genauer anschauen, das Betriebssystem für selbstfahrende Autos, das Baidu hat, die Apollo-Plattform. Da zeichnet sich nämlich langsam ab, da wird kein Hersteller in China drumherum kommen, wenn es ums autonome Fahren geht. Und das ist ja auch ein interessantes Thema für Aktionäre. Also würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche da auch wieder dabei sind bei uns, wenn es um Apollo geht, um die Apollo-Plattform. Damit Sie es nicht verpassen, am besten natürlich Kanal abonnieren. Und wenn Sie abonnieren, dann auch die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind. Dann wissen Sie da auf jeden Fall Bescheid und kriegen alles mit. Und wenn wir schon beim Abonnieren sind, natürlich auch nicht vergessen, nächste Woche Zukunftsmärkte-Report, chinesische Tourismusaktien, um Sie nochmal dran zu erinnern. Also auch da anmelden, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Link ist hier, wie gesagt, unter dem Beitrag. Dann bis nächste Woche. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren Investitionen. Alles Gute und wie immer Dankeschön natürlich fürs Zuschauen.